So, here we go again, back on track. Die neue Handelswoche beginnt und wir haben wie immer ein paar doch recht interessante Charts hier auf der Uhr. DAX zum Wochenstart recht positiv gestimmt. Wir gucken heute auch auf den Bitcoin. Da ging es letzte Woche schon über diese magische Oberkante bei 41.000. Da müssen wir heute mal ganz genau hinschauen. Wir hatten ja in der letzten Woche auch das Ethereum und da habe ich auch gesehen, das ist ein Thema, das interessiert, Guys, über 1500 Ansichten des Videos, Hausnummer, danke, das freut mich sehr und das zeigt mir auch, dass die Dinge, die wir hier tun, doch interessant sind. Das heißt, wer hier jetzt auch neu dazugekommen ist, nutzen Sie gerne die Chance hier an dieser Stelle, wer live dabei ist, Fragen zu stellen, das machen wir hier jeden Morgen um 8.30 Uhr und diejenigen, die es im Nachgang auch anschauen, gerne Wunschmärkte auch per digitalen Zugängen. Wir haben es auf Facebook, kann jeder Nachrichten schreiben oder aber unter die Videos auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Einfach subscriben, also abonnieren, nichts mehr verpassen und wer da was hat, gerne auch Kommentare unten drunter verlassen. Würde mich freuen, die Community wächst und das ist das, was wir brauchen. Wir können ja bei Tickmill, Mensch, was wir hier mittlerweile alles traden können. Wir haben die Währungsmärkte in den CFDs, wir haben die Indizes in den CFDs, wir haben WTI, wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben drei Bitcoin oder drei Currencies im Kryptobereich. Das alles hier bei Tickmill in den CFDs ganz regulär. Dann haben wir jetzt dazu bekommen noch die Futures. Breites Potpourri, sehr gut tradebar von den großen Futures bis hin zu den kleinen, die sehr gut für die privaten Trader auch nutzbar sind, an der CME oder auch an der Eurex. Leute, was brauchen wir denn mehr? Wir analysieren die Märkte und ja, das Handelsvehikel, sage ich mal, was nutzbar ist, das kann sich jeder selber aussuchen, wie es zum eigenen Portfolio passt oder Stück für Stück aufbauen, wie ich es gemacht habe. Ich habe damals auch angefangen mit den CFDs und habe mich im CFD-Bereich bei den Indizes hochgetradet, bis ich die Futures traden konnte und mittlerweile nutze ich die kleineren Futures und kaufe mir da halt mehrere Tranchen von. Das ist fein, das ist sehr gut nutzbar. Das sind Dinge, die können wir bei Tickmill machen zu Top-Konditionen. Gerne einfach mal auf den Webseiten draufschauen. Wir schauen jetzt, wie schon gesagt, auf den Euro. Da ist jetzt die große, große Frage, geht es jetzt erstmal wieder in Richtung Short oder nutzt der Markt die Chancen zur Oberseite? Das gehen wir gleich mal in den Charts drauf ein und schauen, wie es hier tickt. Wie schon gesagt, wer Wunschmärkte hat, gerne rein in die Chats. Ich bekomme auch gleich hier Rückmeldung, dass das alles passt. Ach, Ludger, Ludger, du bist süß. Danke für die Grüße gestern. Toll. Ja, wenn man Geburtstag hat, soll man das Ganze feiern. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Von der Seite her, danke dafür. Hat mich sehr gefreut, auch über die Community. Das zeigt mir, dass man bei mir ist. Danke dafür. Und wir machen jetzt los. Zunächst natürlich wie immer mit dem Risikohinweis. Ich mache da den Bildschirm mal ganz kurz in groß hier an. Wenn er das will. Momentan will er das gerade nicht. So, jetzt habe ich das richtige Knöpfchen getroffen. Also bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier an dieser Stelle geschrieben steht. Der Handel mit Devisen, CFDs und Futures auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Ich lasse es gleich mal groß. Wir gehen mal auf die Nachrichten ein. China schrumpft im Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe ein wenig. Wir sehen es, die Analysten haben auch einen leichten Rückgang erwartet von 51,3 auf 51. Jetzt sind wir hier bei 50,3. Also man schrammt so langsam Stück für Stück an der Grenze zum Wachstum. Wir wissen es ja, alles unter 50, da schrumpft es. Und das ist etwas, weiß nicht genau, was man davon halten soll, wenn man immer hört, China wächst und. Wir sehen hier an den Zahlen zumindest temporär ein klein wenig was anderes. Was haben wir noch? Wir haben die Woche der Einkaufsmanager-Indizes und wir legen heute gleich los. Wir haben es ja am Freitag auch gesehen bei der großen Wochenvorschau. Deutschland 9.55 Uhr, Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Gleiches um 10.30 Uhr in Großbritannien und um 16 Uhr hier in den USA der ISM-Einkaufsmanager-Index für
das verarbeitende Gewerbe. Ja? Und wenn wir uns die Zahlen mal so angucken, hier streckt sich kein Analyst aus dem Fenster. Bei uns in Deutschland Gleichstand zum Vormonat. In Großbritannien geht man von einer Schrumpfung aus und in den USA ein hauchdünnes Plus gegenüber dem Vormonat. Wir werden sehen, was gebracht wird heute Nachmittag bzw. im Laufe des Vormittags, wissen wir an dieser Stelle mehr. Das hätten wir dazu. Ja, und ich würde sagen, wir schalten jetzt gleich mal rein in die Charts. Das heißt, wir starten hier mal durch mit dem Euro. Ich hatte am Freitag letzter Woche auch noch versprochen, an dieser Stelle das Platin und Platinum noch mit anzuschauen. Das haben wir Freitag leider nicht geschafft. Versprochen ist versprochen. Ja, Köpfchen hat dran gedacht. Wir schauen uns das Ganze gleich mal noch mit an. Machen wir dann im Nachgang nach entsprechend den Blick auf den Euro, den DAX und dem Bitcoin. So, also an dieser Stelle einfach mal groß gemacht hier. Was für uns wichtig ist. Was ist wichtig, wenn wir uns jetzt den Chart vom Euro an dieser Stelle noch mit anschauen? Ja, wir haben hier den Tageschart. Wir haben vorige Woche drüber gesprochen. Der Ausbruch hier unten, ich habe das skizziert, die Keilformation. Naja, es war sehr zögerlich. Ne? Wir haben es gesehen, hier diese Kerze, diese schwarze, wo der Mausfall gerade ist, das war quasi der Ausbruch aus dieser Formation. Sehr, sehr schön zu sehen. Der Markt ging höher und ich hatte damals gesagt, ein Rückzug unter das Level ist selten jetzt etwas, was ungewöhnlich ist. Ja, also normalerweise, wenn es mit Hochdynamik kommt, hat man natürlich nicht erst wieder den Gang unten rein, aber wir haben es gehabt. Was wir untergeordnet sehen wollten, war halt die Situation, dass wir nach dem Ausbruch nach oben keinen neueren Tiefstand bekommen. Und das haben wir bekommen. Schaut mal hier, das war das Tief unten bei 1,1751 und das Low nach dem Rücksetzer hier haben wir höher gehabt. Spielt jetzt keine Rolle, wo es war. Das ist jetzt absolut irrelevant, ja. Wichtig für uns ist, dass wir untergeordnet halt einen Auftragstrend bekommen haben. Und das haben wir tatsächlich, wenn ich das mal kurz einblende, schaut es euch, das ist jetzt der Trendverlauf, den wir hier haben. Und das ist das, was wir worauf wir gewartet haben. Ja? Heißt also an dieser Stelle, wir haben jetzt hier etwas Trendiges nach oben laufen im untergeordneten Bereich an dieser Stelle. Und an der anderen Stelle noch eins, wir haben hier oben die entsprechenden Zwischenhochs rausgenommen. Also in dem Moment, in dem wir hier quasi über dieses kleine Zwischenhoch um die 1,1850, als wir da drüber gestiegen sind, ist der Trend zur Unterseite rausgenommen worden. Kurzfristig ist jetzt tatsächlich Luft bis oben hin. Schaut mal hier, dort wo wir im Hoch dieser schönen Rallye unten aus dem Keilausbruch gelaufen sind. Hier die Marke von 1,19087 war das Hoch. Sollte der Markt dort oben drüber fliegen, dann haben wir Luft oben rein bis 1,1975. Also das ist definitiv da. Und etwas, was an dieser Stelle jetzt hier nicht ungewöhnlich wäre, aus der reinen empirischen Sichtweise, also ich bin kein Backtester, sondern ich schaue einfach, was der Markt macht und richte meine Handelsszenarien damit aus. Also mir ist es egal, was in der Vergangenheit mal gewesen ist, aber bestimmte Muster sieht man halt immer wieder. Und ein Muster, was man sieht, ist, dass man, wenn man nach so einer schönen, starken Aufwärtsbewegung hier, wie schon gesagt, der Trendverlauf ist nur untergeordnet. Ja, bitte, wir haben hier noch keinen klassischen Trend auf der Tagesbasis laufen. Das ist wichtig zu sehen. Also die Einblendung hier ist untergeordnet. Hier sieht man es, das ist der Lower Timeframe. Das ist das, was wir im 4-Stunden-Chart beispielsweise sehen. Und da wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, dass wir erstmal einen Rutsch zur Unterseite bekommen und der Markt dann, wenn er es tatsächlich ernst meint, zur Oberseite mit drauf geht. Das ist das Wichtige an dieser Stelle, was wir hier an diesen Punkten natürlich auch mit im Auge behalten müssen. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen die Aber-Seite, ich hatte das im Research am Sonntag auch geschrieben, es gibt auch das Short-Szenario, was wir an dieser Stelle haben. Ja? Und das Short-Szenario ist für die aktiven Trader durchaus eine interessante Sache. Denn an dieser Stelle haben wir hier diese schwarze Kerze mit diesen ausladenden Schatten. Ne? Obendrauf hatten wir drüber gesprochen, wenn der Markt jetzt oben drüber fliegt, wäre das ein sehr dynamisches und auch sehr, sehr bullisches Zeichen. Und dann sind die Chancen auch recht hoch, dass wir hier oben reinlaufen.
wäre auch in einer Woche wie dieser absolut nicht ungewöhnlich, weil wir bekommen Arbeitsmarktdaten, ja, wir bekommen den ATP-Bericht und wir bekommen die Non-Farm Payrolls diese Woche. Sehr, sehr wichtige Ereignisse und die werfen oft einen Schatten voraus und das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Wochenvorschau schon am Freitag bringe. Ich bin hier mal gefragt worden, warum machst du das freitags? Das macht doch viel mehr Sinn, wenn man sowas am Montag macht. Für mich macht das Sinn, dass wir das am Freitag machen, dass jeder, weil ich weiß, es gibt ja auch ein paar Leute, die gehen arbeiten, die sitzen nicht den ganzen Tag vorm Rechner. Und viele haben am Wochenende halt auch die Zeit, sich ein bisschen die Charts auch anzuschauen. Und es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, dass der Markt vor dem entsprechenden Event noch ein bisschen anfängt, was einzupreisen. Und wenn er das tatsächlich tut, dann wäre es ohne weiteres auch möglich, dass wir jetzt direkt von hier wieder rauflaufen. Das schauen wir uns aber gleich in der untergeordneten Zeiteinheit an. Das heißt, diese Kerze, diese schwarze Kerze ist jetzt, wie man so schön sagt, das Zünglein an der Waage. Wenn es die Bullen wirklich direkt ernst meinen, dann fliegen wir oben über die 1,1987 und machen Attacke. Wird aber der Markt hier erstmal ängstlich, dann ist das so ein bisschen ein Achtungszeichen, was man haben muss. Das heißt, das ist jetzt eine Umkehrkerze, die wir hier haben. Erstmal nur auf Tagesbasis, aber wenn die bestätigt wird durch Kursen unterhalb des Lows, hier das Freitagslow bei 1,1851, knapp 52, dann sieht es natürlich erstmal nach der Short-Seite aus. Heißt also, wenn das Short-Signal gespielt wird, aktive, richtig jetzt genau hinschauen und zuhören, sind die Märkte nach unten hin durchaus oder ist der Euro-US-Dollar sehr interessant, denn es ist natürlich erstmal ein bisschen Platz zur Unterseite. Schaut euch das mal an. Ich mache mal kurz den Entry-Bar hier rein. Das ist in diesem, MTON Live-Signal auch drinnen. Das hier war im untergeordneten Trendverlauf die letzte bullische Bewegung, also die Rallye, von der ich im Blog geschrieben hatte, im Research am Sonntag. Und die korrektive Phase, ne, die kann uns runterziehen bis unten rein, etwas über oder bis unten rein in die Lows unten rein, also das Low, was wir hier unten haben, das ist da sehr, sehr wichtig hier, das Low, und das haben wir unten liegen, wo haben wir es, ich glaube, ich habe den Entry gelöscht hier unten, das haben wir liegen bei 1,1754, also da ist die Luft da. Und das kann der Markt spielen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz in der kleineren Zeiteinheit an. Diejenigen, die hier neu sind, ich spiele gerne mit den direkt untergeordneten Zeiteinheiten. Und wir haben hier in den Währungen ja 24-Stunden-Märkte. Und das schaut dann so aus, dass ich halt den Tageschart als Richtungsgeber nutze für das, was wir jetzt hier besprechen. Und dann an dieser Stelle mal den untergeordneten Trendverlauf betrachte, wie es da ausschaut. Und hier ist die Short-Idee geboren im Research, was ich gemacht habe am Sonntag. Ich habe das schon am Freitag nach Börsenschluss gesehen, was hier los gewesen ist. Aber das Setup ist schon interessant, denn wenn wir uns mal kurz anschauen wollen, hier die Tatsache, das ist sozusagen die Rallye oben rauf gewesen. Ne? Und das ist das, was wir jetzt angezeigt bekommen haben auf Tageschart-Basis. Hier der Ausbruch aus der Flagge, aus diesem Keil, runter, kein neues Tief gemacht und dann nach oben gestrebt. Und schaut mal hier, als wir hier drüber gelaufen sind, ist halt dieser größere Aufwärtstrend entstanden. Was jetzt an dieser Stelle allerdings sehr, sehr interessant ist, ist das, was wir hier sehen. Denn wir sehen den Rallye-Arm am Laufen hier. Schaut mal, der kam hier unten, hat er angefangen, sich auszutoben, vom Tief quasi unten raus. Ja, und dann ging es von unten hier oben rein, hier, und dann ging es so richtig los. Hier rauf, runter, Trendbildung, runter, auch wieder tieferes, höheres Tief, zack, nach oben, hier korrektive Phase, dort zack, oben rein. Ja, das ist wichtig. Und eine Sache, wo ich das gerade mal so sehe, ist auch etwas, dieses Trompetenmuster. Schaut mal hier. Immer wenn ihr sowas seht, wisst ihr, der Markt ist etwas uneins. Fallende Tiefs, steigende Hochs, ist kein Trend. Ja, ein Trend hat entweder steigende Hochs und steigende Tiefs oder fallende Hochs und fallende Tiefs. Also das ist für das Kleinste, 5 Minuten betrachtet, da sieht man ganz klar, da ist der Markt etwas uneins gewesen. So, und was kam dann entsprechend, was ist jetzt interessant, wir haben den Trendbruch gehabt, also hier das Support-Level im kleinsten Bereich, das Support-Level um die 1,1875 ist gebrochen worden und das führt mich jetzt dazu, die Short-Idee zum Leben zu erwecken. Also hier ging es unten rein, hier die korrektive Phase
Und wenn wir jetzt unter das Low hier unten drunter durchrutschen, unter die 1,1851, dann ist der Weg nach unten frei. Aber erstmal nur knapp frei, denn wenn der Abverkauf hier kommt, zeigt das schon mal hier, dieses Kauflevel hier hat es Beachtung, hier hatte der Markt Beachtung, hier ist schon nicht von schlechten Eltern. Und hier haben wir noch ein Ausbruchlevel an dieser Stelle. Ne? Und das ist auch wichtig, durchaus wird es gerne mal angetestet und der Markt dreht dann nach oben. Das heißt, für die ganz kurzfristig ausgerichteten Trades hier bitte an dieser Stelle, da ist man ja auch mit dem Risikomanagement viel aggressiver, wenn man nur so einen kurzen Weg mitnehmen möchte, bei 1,1841, diejenigen, die sich sagen, okay, wir lassen den Schub, wenn er dann entsteht, mal ein bisschen nach unten laufen, also wenn es dann schön nach unten so in diese Richtung weitergeht, wir haben dann noch ein paar Anlaufpunkte unten rein und zwar schaut mal hier unten die zwei Zwischenlows, die wir hier haben, im Drehbereich hier um die 1,1770, ne, ist natürlich hier ein bisschen drüber, aber das Level ist ganz klar, das sollte jeder sehen. Und dann hatte ich ja gerade auch gesagt, hier unten, da fehlt noch die Marke, ungefähr die 1,1754 rum, dieses Level haben wir hier. Und dann unten das Low bei 1,1751 hier in diesem Drehbereich. Also das sind durchaus relevante Marken, die wir hier auf der Unterseite haben, aber das ganze Thema wird dann erst relevant, wenn wir tatsächlich hier unter die 1,1851 drunter gehen. Also hört einfach auf den Markt, das ist ganz, ganz wichtig. Und wer das tut, der bekommt immer wieder sehr, sehr schöne Chancen. Das ist der Blick hier entsprechend in den Euro. Und für diejenigen, die das Ganze im kleinsten Bereich traden wollen, nehmen wir uns nicht den Tag her, sondern dann nehmen wir uns die 4 Stunden her. Und wir wissen es, der Tag ist momentan, also auf Tagesbasis, noch auf Richtungssuche. Und wir sehen jetzt auch hier, die 4 Stunden sind so ein bisschen noch auf Richtungssuche, aber wir haben jetzt hier tatsächlich die Chance, hier, ich sage dazu immer Early Bird Signals, dass wir hier aus diesem leichten Anstieg, na, wir haben hier die erste Initialzündung zur Unterseite rein, das ist also ein Short-Signal gewesen und wenn wir jetzt aus dieser Flagge nach unten hin ausbrechen, dann haben wir tatsächlich die Chance, zunächst erstmal hier das Tief anzutesten und dann nach unten abzuziehen. Und da nehme ich mir die 4 Stunden als Richtungsgeber und gehe in die kleineren Zeiteinheiten. Je nachdem, wie es der Markt macht, 15 Minuten oder 5 Minuten, das kann sich jeder selber aussuchen, wie er es gerne haben möchte. Ja, Fakt ist allerdings eins, wenn wir uns hier mal den Lower Timeframe kurz reinschauen, schaut mal hier, das ist das, was wir so ein bisschen nach oben Trenden haben. Und der Markt fängt jetzt hier ein bisschen an zu wackeln. Und wenn wir dann tatsächlich den Ausbruch unten rausbekommen, das ist dann das Interessante. Ja, der ein oder andere mag das auch noch ein bisschen aggressiver ranziehen hier an dieses Tief unten ran. Das kann man machen, das ist jetzt kein Problem. Das ist halt die aggressivste Variante. Die ein bisschen defensiver rangehen, die ziehen sich das Ganze hier unten an dieses Low als Ausbruchslevel und dann zur Unterseite drunter. Das ist halt das Wichtige. Und wenn wir dann quasi hier den Trend zur Unterseite bekommen in den 15 Minuten mit dem Ausbruch, dann haben wir einen bestätigten Ausbruch zur Unterseite. Ja, und das Ganze dann an dieser Stelle gut und gerne tradebar. Also jetzt haben wir den Euro auf Tag, auf 4 Stunden und auf den 15 Minuten. Und da kann jeder schauen, was entsprechend kommt. Wenn sich das Ganze übrigens nach oben ausdehnen sollte, auch da für die Kurzfristtrader interessant zu sehen. Hier, schaut mal, wir haben im Aufwärtsbereich im Euro auf der Oberseite auch noch ein paar schöne Anlauflevel für die Longseite oben rein Richtung der Hochs, die ich besprochen hatte. Und da können wir uns hier schön auch an den Zwischenhochs mit orientieren. Die sehen wir hier sehr, sehr deutlich, sehr, sehr sauber. Und die haben wir liegen auf dem Weg nach oben bei ungefähr 1,1886, hier drüben 1,1897 und hier oben etwas über 1,19 bei knapp 1,1905. Die Daten für den Euro. Dann schalten wir mal kurz runter an dieser Stelle zum DAX oder was heißt runter? Wir schalten rüber und zumindest in der Vorbörse war der DAX sehr, sehr positiv. Jetzt haben wir es 10 vor 8, also wir haben natürlich 10 vor 9, wir haben natürlich immer noch Vorbörse, aber was wir hier an dieser Stelle sehen ist, und das haben wir ja in der letzten Woche auch besprochen, wir haben hier so ein paar Banden, die für den Markt relevant sind, also knapp oben die 15.600 und unten die 15.500. Das war immer mal so die Bereiche, wo der DAX, der Deutsche Leitindex, lange drin herschwingt. Ausreißer nach oben und nach unten gab es auch immer wieder in diesem Sinne. Jetzt ist es halt wichtig, wir haben wieder den Ausbruch oben rauf. Da könnte unter anderem auch Vonovia so ein bisschen eine Rolle spielen und Deutsche Wohnen. Das gab es ja letzte Woche die Klatsche, als die Übernahme von Vonovia für die Deutsche
Deutsche Wohnen von den Anlegern oder Investoren abgelehnt wurde, weil der Angebotspreis zu niedrig war. Jetzt hat man das Angebot nochmal erhöht. Das dürfte an dieser Stelle möglicherweise auch etwas den DAX positiv auch beeindrucken. Einen Abverkauf gab es da letzte Woche eher wenig, aber das sind so die kleinen Nuancen, die da in manchen Dingen auch eine Rolle spielen. Schön zu sehen allerdings ist, was wir hier haben, wenn ich den kleineren Zeitraum mal sehe. Hier, schaut mal, wir haben kurz unten drunter gelupft unter die 15.500 und zack, ging der Markt wieder oben. Wir trennten sehr, sehr schön nach oben hindurch und eine Seite ist jetzt natürlich auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und zwar hier, schaut es euch mal an, das Level, in dem sich der Markt jetzt gerade auch befindet, das war hier drüben, also der Drehbereich, ich sag mal ganz grob, 15.640 bis 60 rum, das war hier dieser Widerstand. Und da ist er hier kurz drüber gegangen, erstmal stark in den Abverkauf. Jetzt testen wir es wieder an. Schaffen wir es im DAX tatsächlich oben drüber zu laufen, wäre das natürlich sehr, sehr schön. Nächstes Kursziel dann in diesem Moment, wenn die Bullen hier den langen Atem auch bewegen oder beziehungsweise weiter beibehalten, haben wir hier die 15.600 knapp 60 Punkte Marke. Und wenn auch das rausgenommen wird, dann können wir uns hier oben Richtung 15.690, 15.700 bewegen. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz noch im Tageschart anschauen, dann wird man auch sehen, warum das Level hier oben bei 15.660 so wichtig ist. Wenn wir es da tatsächlich drüber schaffen, das wäre wirklich, nein, hier oben das Level bei 15.690, Entschuldigung, das wäre sehr, sehr wichtig, denn das ist genau das Setup, was ich letzte Woche auch gesagt hatte, was nicht ungewöhnlich ist in solchen Phasen wie jetzt, dass wir hier nicht nur im Kleinen Banden haben, in denen der Markt hin und her springt, sondern hier, wir sehen es auch im Großen, die Banden. Oben am Allzeithoch ist der Deckel und der Auffangbereich hier unten bei 15.1 steht ebenfalls. Aber das Interessante an dieser Stelle ist einfach, dass der Ausbruch hier unten raus an dieser Stelle, dass der jetzt nicht zu einem wahnsinnigen Abverkauf geführt hat, sondern dass wir hier momentan zumindest die Chance haben, ein höheres Tief im Markt zu hinterlassen und der Markt anfängt hier nach oben zu swingen, dann haben wir hier wieder einen schönen Aufwärtstrend auf der Tagesbasis und damit hätten wir dann eine gute Chance, wenn wir es wirklich drüber schaffen, dass wir hier oben über die 15.812 auch drüber laufen und den Aufwärtstrend nach oben hin fortsetzen. Das sind die Chancen, die wir durchaus auch für diese Handelswoche haben. Ob es soweit kommt, müssen wir mal schauen. Wir haben aber auf alle Fälle mal einen positiven Wochenstart. Die Grundrichtung ist da und was halt auch wichtig ist, der Freitag war ja auch ein positiver Tag, wenn wir uns die Kerze mal anschauen. Ja, auch wenn der Kerzenkörper hier leicht schwarz ist, aber die Käufer sind aus den tieferen Kursen gleich wieder reingekommen und das zeigt uns so ein bisschen, ja, dass der Markt hier Stück für Stück die Oberseite entsprechend mit anläuft. Also das haben wir hier im DAX. Wer andere Indizes auch sehen will, bitte gleich an dieser Stelle einfach mal rein. Was wir jetzt hier an dieser Stelle machen ist, wir schauen jetzt nochmal auf die Cryptocurrencies und da möchte ich jetzt nicht über das Ethereum sprechen. Das haben wir letzte Woche miteinander gemacht, aber auch hier sehen wir Leute, wir haben das Long Setup besprochen und just liefert es auch der Markt. Also es ist wie immer schön, diese Kryptowährung, die funktionieren wirklich sehr, sehr schön aus trendtechnischer, markttechnischer Sicht. Deswegen bespreche ich die hier so gerne an diesen Punkten und freut mich deswegen auch umso mehr, dass wir sie jetzt bei Tickmill auch mit traden können. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, wenn wir solche Setups hier auch besprechen, wie gut die auch anlaufen. Ne? Das sind so die Zeichen. Es macht schon Sinn, dass wir hier morgens reinschauen. Also wer das mal gerne machen möchte und das Ganze immer im Nachgang auch mitschaut, einfach mal den Zoom-Link speichern, sich fürs Webinar anmelden und dann geht das Ganze los. Also wartet mal, bevor wir hier wieder ins Blaue reinsprechen. Kurz der Link, wo man sich entsprechend anmelden kann für die Webinare, weil das werde ich auch immer wieder gefragt, wo kann ich mich denn für die Webinare anmelden? Also diejenigen, die das Ganze über die Website über die Facebook-Seite von Tickmill machen, ja, das, also wer das im Nachgang auch schaut über die YouTube-Kanäle, wer auf Facebook ist, einfach Tickmill Deutsch an dieser Stelle mal liken und dann kann man immer dabei sein oder aber ansonsten für die Webinare anmelden und da schicke ich jetzt gleich mal hier den Link entsprechend rein in die Chats und
Das heißt, ich stelle den jetzt einfach mal hier auf Facebook rein, weil die Zoom-Zuschauer wissen es ja schon. Und den Link nachher auf Facebook, der ist im Text, im YouTube ist im Text immer unten drunter. Und von der Seite her geht das Ganze dann mit durch. Also, wer das mag, hier auch über Zoom durchzuschauen, dann das Ganze sehr, sehr gerne einfach mit raufmachen und ja, das Ganze mit anschauen. Also, das hätten wir und wie schon gesagt, das macht hier Sinn und wir schauen jetzt allerdings jetzt nicht auf das Ethereum, der ist auf dem Weg unterwegs hier oben Richtung 2900, also die Chancen, die haben wir tatsächlich auf alle Fälle auch mit da an dieser Stelle. Wichtiger Punkt, wir schauen jetzt auf den Bitcoin. Wer übrigens den Stereo Trader hier benutzt, Steuerung M, da kommen wir in die Marktübersicht. Und wir schauen uns jetzt den Bitcoin an und wir sehen, was der Bitcoin macht. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant von der klassischen Verortung her. Wir sehen es, das hatten wir in der letzten großen Analyse auch gemacht, was der Markt hier spielt. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Auch für mich, lange Zeit waren die Kryptowährung für mich eine Handelsgelegenheit, ja, ohne wirklich starken, greifbaren inneren Wert. Mittlerweile werden aber immer mehr Gerüchte laut, dass diese Kryptowährungen, gerade auch der Bitcoin, von der Wirtschaft als Zahlungsmittel investiert bzw. akzeptiert wird. Und das ist erstmals in breiter Fläche ein sehr, sehr starkes, wichtiges Bild. Und wir sehen hier unten auch die Marktreaktion. Ne? Da kamen wieder Gerüchte auf und boom, ging der Markt nach oben. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich hier in einer Phase, wo wir tatsächlich eine wirtschaftliche Verwendung dafür bekommen, dass diese Währungen auch anerkannt werden. Ja, und ein kleines Beispiel, wir haben es ja gehört, Tesla, da gibt es Gerüchte, für Amazon gibt es Gerüchte, wir haben die Themen auf der Uhr, dass Zahlungsdienstleister für Kreditkarten oder ähnliches das Ganze hier an dieser Stelle mit in ihre Zahlungsverläufe mit aufnehmen. Da ist noch nichts gestochen und gehauen, aber wir sehen einfach, dass der Markt auf solche Nachrichten momentan sehr, sehr, sehr positiv reagiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese positiven Reaktionen kommen, weil das treibt die Kurse voran. Und wenn dann so ein Zahlungsmittel plötzlich den wirtschaftlichen Mehrwert haben und immer mehr Menschen auch sozusagen Geld in diese Währungen umtauschen, dann steigt ja auch die Nachfrage und dann nicht nur aus Spekulationssicht, sondern dann aus echter wirtschaftlicher Sicht und das dürfte dann auch den Run nach oben hin mitgeben. Also das hat jetzt nichts mit der Währung zu tun, sondern einfach aus wirtschaftlicher Sicht. Und da ist es interessant zu sehen, was der Bitcoin jetzt macht, weil er geht tatsächlich hier oben jetzt Stück für Stück an den Widerstand ran. Und wenn wir hier diese groben 41.000 aus dem Markt rausnehmen, dann ist der Weg nach oben relativ frei. Und der nächste Anlaufpunkt aus charttechnischer Sicht wäre mal hier dieses Level hier oben, 47.000. Wir haben hier auch noch das Thema Gap mit drin und. Also es ist ein schöner Schwungbereich und das wäre dann mal durchaus der nächste Kursbereich, den man hier haben könnte. Also das ist durchaus eine sehr, sehr interessante Story, um das Ganze hier ja weiterhin mittelfristig mit Leben zu befüllen. Sehr interessant, sehr, sehr schön zu sehen. Und für diejenigen, die das Ganze auch im kleineren traden wollen, wir müssen da auch mal nachschauen, auf dem Weg hier oben hin zur 47.000 haben wir hier quasi noch ein paar Zwischenbereiche liegen. Und das kommt aus dem Verlauf der 4 Stunden. Den muss ich dazu etwas kleiner machen, den Chart, dass wir es sehen können. Heißt also an dieser Stelle, schaut mal hier, da kam der große Rutsch von diesem Mehrfach-Top inzwischen bei 59,5. Der ist hier unten trendig runtergelaufen und wir haben halt die Zwischenhochs hier liegen als kurzfristige Anlaufpunkte. Das passt und an dieser Stelle alles gut zur Oberseite. Wenn dieser Deckel hier jetzt tatsächlich wegfliegt über der 41, dann haben wir gute Chancen. Hier nächster Anlaufpunkt 42.400 und dann hier die 45.800 US-Dollar-Marke im Bitcoin hätten wir da an dieser Stelle. Hier gibt es noch eine Frage, wie man zum MT-ON-Live-Signal kommt. Dieses OM-Live-Signal kann man auf der Website vom Stereo Trader bekommen. Also einfach mal die Website vom Stereo Trader aufmachen. Ich zeige das mal ganz kurz einen Augenblick. Muss ich bloß mal kurz die Website eingeben.
So, wo haben wir? So, hier, da haben wir Stereo Trader EU an dieser Stelle. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber. Also, das ist hier die Website. Ich gebe es gleich mal oben drauf hier, kurzen Augenblick. Dahin, Steuerung C. Und dann haben wir das Ganze hier. Stelle ich das einfach mal in die entsprechenden Chats rein auf Facebook und auch auf Zoom. Und hier kann man dann quasi sich die Features anschauen und dort dann entsprechend die entsprechenden Pakete auch mit raussuchen. Also die ganzen Informationen, die bekommt man hier, die ganzen Add-ons und so weiter und so fort. Das Ganze hier, ja, gut und gerne anschaubar. Also bitte einfach mal kurz auf die Website gehen und dort die entsprechenden Informationen raussuchen. Das kriegen wir so auf alle Fälle hin. So, das war der Blick jetzt in den Bitcoin. Und dann gehe ich jetzt mal ganz kurz noch rüber zu den Futures. Ja, da hatte ich ja auch gesagt hier an dieser Stelle, dass wir noch zwei Rohstoffe aus der letzten Woche offen hatten. Jetzt muss ich bloß mal kurz schauen, wo ich sie habe. Das war einmal Palladium und das andere war Platinum. Da wurde ich gefragt, wie es dort quasi auch ausschaut vom Weitergehenden her. Wir schauen mal ganz kurz aus der charttechnischen Sicht auf Palladium hier an dieser Stelle. Und da sehen wir hier unten eine doch relativ interessante Entwicklung und hier tatsächlich auch die Chance für das Palladium sich weiter nach oben zu entwickeln. Denn das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist auch wieder die Chance, dass der Markt sozusagen hier im bestehenden Abwärtsdruck, wir sehen es ja, es läuft alles von oben nach unten, aber hier erstmals in diesem Bandenbereich hier oben haben wir ein Widerstandslevel irgendwo um den Bereich von 2730, 2740. Und hier unten in diesem Bereich bei 2500, was haben wir hier, 65 bis 70 hoch, haben wir einen Supportbereich. Und da ist der Markt jetzt tatsächlich in die Situation, dass wir auch hier ein höheres Tief haben und der Markt jetzt tatsächlich auch die Chance hat, oben raufzulaufen in diesen Widerstandsbereich rein. Die Chance haben wir da. Wenn der Markt das tatsächlich macht, dann können wir davon ausgehen, dass wir durchaus das Schwungpotenzial oben rein haben, bis in diesen Doppeltop-Bereich hier oben, wo wir diese Anstöße gesehen haben, im Level um die 2871. Also das ist durchaus hier an dieser Stelle die Short-Seite, die Long-Seite, die man hier spielen kann. Wichtig ist es jetzt halt, dass der Markt auch das nach oben sieht und dass wir hier nicht irgendwie einen Flaggenausbruch oder ähnliches zur Unterseite bekommen. Das wäre dann wieder sehr, sehr bärisch. Also wer das Ganze anschaut, der Fragesteller ist, glaube ich, heute auch wieder mit bei, hier bei den Zuschauern. Die Chancen zur Oberseite, die sind natürlich da. Und dort läuft es oben hin. Und die gute Nachricht ist, wenn der Markt tatsächlich hier oben nicht abprallt, sondern oben drüber geht, dann ist der Weg nach oben hin in die höheren Level Richtung 2880 US-Dollar definitiv auch mit frei. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einmal noch beim Platinum. Ja, der Markt sieht deutlich anders aus. Der ist deutlich angeschlagener an dieser Stelle. Hier sehen wir es auch oben eine große Riege entsprechend an Widerständen mit drinnen liegen. Und wir sehen es auch hier. Der Abwärtstrend ist absolut intakt. Wir sind hier sehr, sehr schwach momentan. Aber eine positive Sache möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Wir sind von der klassischen Verortung hier unten mittlerweile in einem Supportbereich auch angekommen. Also hier unten sozusagen, wartet mal, ich mache mal ganz kurz das Fadenkreuz aus. Hier unten in dieser Stelle ungefähr, ich sag mal über den Daumen, 1050 rum. Hier unten, es ist etwas tiefer, 1040 bis 1050, wo dieser Schwungbereich hier ist, dieser Auffangbereich. Wenn wir hier tatsächlich Stärke reinbekommen, wir haben es ja immer wieder gesehen, rauf und dann ging es nach oben. Hier drüben haben wir es auch gesehen, rauf und dann ging es nach oben. Hat der Markt doch die Chance, oben reinzugehen. Und wenn wir mal sehen, was wir hier unten an Supportbereichen auch liegen haben, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Gerade auch der Blick ins längerfristige Bild, wenn ich mal ganz kurz hier den Chart im Wochenchart aufmache. Hier unten dieses starke Level zwischen 1020 und 1050, das ist schon ein ziemlich großer Auffangbereich. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir hier in dieser Phase eine Art Bodenbildungsbereich haben und der Markt dort nach oben mit raufgehen kann. Also das bleibt sehr, 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 sehr interessant. Sollte man auch mit liegen haben. Und wie schon gesagt, wer das Ganze langfristig auch kaufen möchte, viele Rohstoffhändler, die die Futures handeln, sind ja eher hier nicht im Kurzfristbereich da, sondern im längerfristigen Bereich. Sollten wir hier unten tatsächlich eine Bodenbildung bekommen,
Wäre das ein guter Bereich, um zu sagen, wenn es nach oben geht, kann man hier gut und gerne Stücken aufsammeln und da kann man auch schauen, was sozusagen hier gemacht wird. Vielleicht auch mal die COT-Reports angucken, da gerne auch morgen bei Martin mal nachfragen. Der Martin ist ja Spezialist im COT-Bereich bei den Rohstoffen. Der kann dazu vielleicht auch ein bisschen was sagen, wie da die Lage ist. Morgen 14 Uhr hier bei Tickmill das Ganze. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Story an dieser Seite, die man durchaus mit auf der Uhr haben kann, dass der Blick in Platinum. Das haben wir sehr schön da und das passt an dieser Stelle auch hervorragend entsprechend mit ins Bild. Und wer sich mal über die entsprechenden Informationen über die Futures auch mit reinhängen möchte, der kann das Ganze natürlich sehr, sehr schön machen und zwar einfach mal auf die Website von Tickmill gehen. Also wenn ich mich über die entsprechende oder über das entsprechende Future-Angebot von Tickmill informieren möchte, ja, dann gehe ich immer auf die Seite tickmill.co.uk/de. Und dort haben wir quasi die Informationen auch über die Futures und da kann sich jeder ein Bild davon machen, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze mit der Kontoeröffnung ist, wie das Ganze auch mit den Kosten ist und hier gibt es ja die Standardkontrakte und dann die Kleinstkontrakte und da sieht man auch, wie günstig die zu handeln sind, also wirklich sehr, sehr, sehr schön und wer sich ein Bild nicht nur über diese 4, 5 Werte, die hier auf der Top-Seite stehen, die Top 5 Futures, sondern das ganze Potpourri auch sehen will, an dieser Stelle kann das Ganze tun. Klickt einfach auf mehr Informationen und hier ist alles drinnen, was man entsprechend auch mit braucht. Und wer beispielsweise jetzt hier einen Titel sucht, wir haben es ja gerade gesehen hier, als wir auf die Charts geschaut haben, beispielsweise den Future von Platinum oder ähnliches, der geht einfach hier drauf, gibt die Suche ein und dann kriegt er alles dazu. Hier, da schauen wir zum Beispiel an dieser Stelle und beim PL ist es halt so, nicht alle Futures sind tradebar. Ich gehe natürlich gerne hier mal auf die eine oder andere Frage auch mit ein, aber das Ganze ist nicht alles da. Wir haben aber hier die Chance, wenn Nachfragen kommen, dass auch Instrumente mit nachgereicht wird. Also dort einfach wirklich mal drauf schauen, ob das Ganze auch mit da ist, ob das Ganze handelbar ist und dann passt das Ganze. Und das ist halt schön, was man hier an dieser Stelle wirklich machen kann. Einfach schnell die Suche gemacht und auch bei den Produkten, beispielsweise beim Öl, gibt man einfach CL ein und dann sieht man hier, man hat den Future dann entsprechend da und dann hat man das Ganze an dieser Stelle mit im Bereich da. Ne? WTI wäre der Future, der CFD auf den CL, das hat man da natürlich nicht. Also das kann man schön machen, schön suchen, das macht Sinn, diese ganzen Sachen anzuschauen. Also wer mag, schaut einfach mal dort drauf, das ist der Weg, wie ich mich dort auch übers Angebot entsprechend informiere. Also das haben wir auch mit da, jetzt schaue ich mal rein, Fragen haben wir jetzt keine weitere. Der Holger schreibt noch, ich habe mich gut gehalten, danke für das Lob. ist bei diesen Märkten manchmal nicht so einfach, sich gut zu halten, aber ja, passt, das ist doch sehr, sehr nett. Ich danke euch für die Grüße, sage an dieser Stelle auch danke fürs Zuschauen, danke für die Likes aufs Video. Wer es noch nicht gemacht hat, gleich mal noch aufs Like-Knöpfchen drücken. Wer das Ganze über den YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch sich anschaut, den Kanal am besten gleich mal abonnieren, da werden keine Videos verpasst und dann kann man immer wieder reinschauen. Ansonsten, wie immer, bitte den Trade planen, den Plan traden. Dann läuft das. Allen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 8.30 Uhr zur Besprechung der nächsten Märkte, der nächsten Handelsideen und gerne auch zum ein oder anderen Wunschmarkt. Bis dahin, alles Gute und tschüss.